Servus bei Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ja, in der letzten Folge, glaube ich, haben wir den Eingang zum Archiv. Entschuldigung kurz. Oh. Hoppala, da hat meine Nase kurz gejuckt. Ja, zum Archiv gefunden, glaube ich. Und ich glaube auch, dass wir hier unten nicht alleine sind. Nachdem die, sagen wir mal, die Nachhut wurde. Das ist er. Das muss er sein. Und wieso kraxelst du nicht da durch? Oder schiebst du ein paar Steinhaftzeiten? Ja. Die Nachhut wurde ja von mir erledigt. Die Vorhut anscheinend von wen anderen. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Okay, das sind ein paar Streubomben verbessern beim Einschlag zusätzliche Sprengladung. Die Giftwolke erhöhen. Die Giftwolke erhöhen, das machen wir mal. Todeswolkenpfeile. Finde ich nicht schlecht, weil die brauchen wir doch öfters. Inventar kann ich upgraden. Ja, was kann ich denn da machen? Aha, Gewehrmunitionsbeutel. Da unten scheine ich dann nichts mehr zu bekommen. Was ist? Eine größere Ölflasche. Na, aber den werden wir mal machen, jo. Und dann kann ich ja wieder mal eine Waffe upgraden. Das freut mich. Nur im Bogen. Und geht eigentlich immer auf Pistole. Die Schussfrequenz erhöhen. Joa, nehmen wir. Gibt's eh noch mehr zwei und dann sind die, ist der Bogen endgültig. Wow. Ich glaube, jetzt werden wir es dann fertig machen. Gut. Ich verstehe es nicht, warum man nicht. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Ja. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Kann ich mir vorstellen, soweit ich weiß, ist das griechische Feuer so gefährlich, dass es sogar auf dem Wasser brennt. Und das war die Gefährlichkeit dahinter, weil da mit dem konnten viele nicht umgehen. Das sind einmal nicht die Unsterblichen. Denn. Na super. Dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Oh, nee. Das sind aber große Pfähle. Schwert. Was ist... Oh, der lebt noch. Oh Gott. Lass mich... Bitte. Lass mich... Ja. Kann ich nur machen. Den kann man nicht leiden lassen, auch wenn der Schuss durch die Hand ging. Oh, shit. Wer könnte das getan haben? Das würde ich eigentlich gar nicht wissen. Was zum Teufel ist das? Das erinnert mich gerade an Yamatai. An die Uni. Oh shit! Diese Gefäße, da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? So, kann ich mal da Pfeile wieder herstellen? Gut. Ja! Ich glaube, ich sollte die Pfeile unbedingt herstellen.
Warum muss Lara eigentlich immer in die Luft springen, abfackeln? Ach, da ist was. Hallo? Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes, die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen, seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Der erste Apostel war bereit, seine Heimat zu verlassen und dem Propheten am Rand des Reichs zu folgen. Das Trinity, ja, in die ersten Bilder hat man ja gesehen, dass Trinity ja schon länger gibt. Oh, nee. Ich habe hier ein bisschen Angst. Oh cool, ich kann meinen Atlas einfach nehmen. Glaube jedenfalls. Wenn ich da jetzt dann runterhupfe. Irgendwas kommt da noch. Eieiei. Hier ist es. Kein Gegengewicht. Alles drum. Nicht so cool. Gar nicht cool. Sie sind hier. Ziel erfasst. Wir können nicht auf die anderen Teams warten. Sofort angreifen. Gehen Sie weg vom Tor. Sofort. So. Zünde. Los. Zünde auch. Nee. Was ist mit dir? Entschuldigung. Wow. Herrscht, aber da. Nee, schon wieder. In Position. Der mit einer Scheißgranaten. Boah, der hat mich... Ah, genau, drauf. Kann auch schießen. Mann, tot. Wie soll ich denn den erwischen? Nix da. Ja genau, sonst geht's noch, oder was? Kein Panzer, der. Boah. Das ist der Ernst, oder? Ja, nur du und ich. Und er hat mich natürlich sofort am Schirm. Boah. Die sind ja wirklich nervig. Was war das gerade für ein Geräusch? Da war gerade ein Geräusch, als ob irgendwas Schweres über den Boden schleift. Das gefällt mir gleich einmal gar nicht. Und dann sehe ich mal wieder was. Bei dem ganzen Rauch sieht ja keiner was. So, wenn wir mal ein Brandbömberl herstellen. Ja, weil da sind wir sicher nicht allein. Was? Sie muss in der Nähe
anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit. Croft hat das Paket. Bleibt denn hier dran? Was ist da? Nix da. So. Langsam, aber stetig schleichen wir uns hier voran. Zu dem hier. Entschuldigung! Der sieht mich! Boah! Das ist aber nicht gut! Begebe mich in Position! Unter Beschuss! Boah! Wo kommst du daher? Ey! Sie ist getroffen! Alter! Das nur wäre auf einmal wechselt! Den habe ich! Ey, Tutti-Tutti! Da, ich weiß nicht warum, aber er geht manchmal her. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wieder nur ein Rauchgranaten. Boah! Das ist super, Ja, du dir! Wo ist denn der? Das ist mehr wie einer, eindeutig. So, wo ist er? Da hinten. Ha, 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 ha. Kriegst du da? Hallo? Kleines Arschgesicht. Komm mal, das ist ein ganz schön hartnäckiger Hund. Ein bisschen hat sich die Steuerung meines Erachtens verschlechtert bei den Waffen. Ich kann nicht mehr so schnell reagieren und ich muss ehrlich dazu sagen, mir wirklich stört ist, dass er manchmal so, wenn ich um die Ecken lug, auf einmal ich kann, glaube ich, da was herstellen. Weil man das was bringt. Finden Sie mit dem Atlas einen Weg aus dem Archiv. Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Okay. Muss noch hier sein. Ausgänge sicher. Wir müssen das Paket zurückholen. Was ist mit diesen Dingern? Haben wir sie abgehängt? Hier, hab sie gefunden! Was? Okay! Da liegt einer! Oh oh, ich sollte da unbedingt schnell weiter. Atemgerät. Mit dem Atemgerät kann Lara unendlich lange unter Wasser bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Na bitte sehr, jetzt kriegen wir endlich unsere restliche Ausrüstung, hä?
Ich habe nur ganz, ganz miese Gefühle. Was sind das für komische Geräusche? Hey. Ich bin da trotzdem ein bisschen besorgt. Der ist... Das sind auch so fette Pferle. Oh weh. Oh Mann. Hier. Okay. Das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Okay. Na komm. Warten auf die zweite und los. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Also wieder ein bisschen rätseln. In einem Gebiet. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Was ich nicht kenne und wo ich nicht weiß, wie viele Feinde auf mich warten. Hurra! Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ja, danke, Lara. Genau. Wir rennen natürlich nur in Richtung von dem. Dylan! Scheiße! Moss! Dylan hat's erwischt! Was? Auf keinen Fall! Er ist tot. Etwas hat ihn gepackt. Wir sind übrig. Wir müssen weitergehen. Zusammenbleiben! Bleibt zusammen! Lass es uns beenden! War der jetzt zu blöd, das wirklich in die... in die Wolke reingegangen? In die Todeswolke? War der wirklich so belämmert? Soll mir nur recht sein. Liebe belämmerte Soldaten. Das war gut, dass wir uns die diese Todeswolkenpfeile geholt haben. Da ist einer. Ja, anscheinend war er so blöd. Julio. So, jetzt schauen wir sie mal da ein bisschen genauer um. Oh, kann ich irgendwie aufkraxeln? Die Frage ist, bringt mir das noch was? Oh, komm ich eine? Bringt mir das irgendwas? Das bringt mir da eigentlich noch nicht viel irgendwas. Munition, die bringt mir einiges. Aber das ist nicht wirklich viel. Aha. Nö. Kann da. Ja, dann kraxeln wir halt einmal auf. Was soll im schlimmsten Fall schon oben passieren? Wow. Ja. Ist mir Gott sei Dank selber auch schon aufgefallen. Okay, gleich die nächste. Ja. Und das alles nur für irgendeinen Gegenstand. Eine Soldatenflagge, die am Speer befestigt wird. Sie muss der Armee des Propheten gehört haben. Ja. Nur wegen dem sind wir jetzt dahergegangen.
Wie ist er mit dem da? Was ist er mit dem da? Fallen? Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja. Haben wir auch schon registriert. Oh Mann, das schaut nach einem super komplizierten Mechanismus aus. Die Fässer sind auf jeden Fall nicht ganz gut. Aber da drinnen. Nö. Nö. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Alte, halt die Klappe. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Okay. Das sind so viele. Na gut, liebe Freunde. In der nächsten Folge versuchen wir, diese Statue da hinten irgendwie zum Einsturz zu bringen. Ich glaube, hier sind einige... So ist doch ein Seil, oder? Wurscht. Hier ist einiges an Rätselraten notwendig. Das Gebiet scheint gar nicht so klein zu sein. Naja, wir werden sehen, wie wir das machen. Irgendwie gibt es sicherlich einen Weg. Na dann, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis morgen. Tschüss mit dir. Ciao mit dir. Servus mit Vogelfau.